20.12. Danke von dem Brief. Danke an die Stiftung Breiter Park wegen dem Brief. Ich schlage vor, wir treffen uns Anfang nächsten Jahres. Und dieses Video enthält einen Vorschlag, wie ihr eure Arbeit an dem Bär effektiver machen könnt und wahrscheinlich bloß noch ein Zehntel der Arbeit habt und keine Probleme mehr mit Blättern oder kaum Probleme mit Blättern. Da müsst ihr wahrscheinlich bloß noch einmal die Woche hingehen und das Gitter reinigen. Schaut mal nach und denkt mal drüber nach. Bis dann, danke für die Antwort. Und erneut Frage an Umweltamt Cottbus, Landesamt für Umwelt Brandenburg. Ich weiß es, ich hoffe, es heißt Landesamt für Umwelt, glaube ich, Brandenburg, genau. So, hier ist es viel flacher als da. Wenn man das tiefer gestalten würde, gäbe es auch weniger Probleme mit dem Abfließen. Weiterhin frage ich, warum hier überhaupt kein Gitter davor ist. Warum ist das Gitter hier, was zu einer schnelleren Verstopfung des Kanals führt und nicht hier? Nächste Frage. Um das Oberflächenlaub fernzuhalten von den Gittern, wäre es ganz einfach, indem man hier einen Holzstab an der Oberfläche lässt. Die könnte man an den Baum bis hier hin. Dann würde alles Oberflächenlaub hier abmarschieren. Das ist genau das gleiche, was man es ja da bereits gemacht hat, wo es meiner Ansicht gar kaum Sinn ergibt. Man könnte das gleiche auch, um eine schnellere Verschlammung des Mühlgrabens da drüben zu verhindern, genau das gleiche machen. Dass wirklich alle Blätter und alles, was an Holz angeschwommen kommt, an der Wasseroberfläche aufgehalten wird und geradeaus durch. Dann braucht man hier auch kein Gitter. Dazu möchte ich mal eine Stellungnahme haben. Danke sehr. So. Da ist wieder der Rückstau. Hier ist ein bisschen mehr Rückstau. Also nicht Rückstau, sondern das ist ein Minisog. Am Rand und hier läuft die Geschwindigkeit ist schon wieder höher. Ich mache aber noch weiter. Ich will euch aber erst noch was anderes zeigen. Ich ziehe wieder gleich, nachdem ich das hier gezeigt habe. Dadurch, dass man das Gitter so nah an die das Mauerwerk gesetzt hat, da sieht man da hinten wahrscheinlich noch, das meiste, vieles habe ich ja schon rausgeholt, bleiben die Blätter dadurch hängen. Hätte man das hier hängen gemacht, gäbe es das Problem gar nicht in der Fülle. Dann würde jedes Blatt, was höher ist als das Gitter, rüber marschieren. Und das Gitter kann so doll, könnte dann so doll verdichtet sein mit Blättern, dass trotzdem noch zumindest eine irgendwie tragbare Menge an Wasser noch durchkommen würde. Das ist also ein klassischer Fehlbau. So, jetzt zeige ich euch mal was.